Hallo, meine Lieben. Diese Ornamente zum Einhängen und Dekorieren zu ganz vielen verschiedenen Bastelutensilien, Gestecken, aber auch für die Wand, fürs Fenster, für eure Küche möchte ich euch gern zeigen, wie einfach man die machen kann. Dazu habe ich auch Vorlagen für euch. Und auch eine Idee wäre es dann, an unsere schon gebastelten Leuchten aus einer Sektflasche diese Ornamente einzuhängen. Und wie einfach diese zu machen sind, das zeige ich euch nun. So, nun habe ich hier die Vorlagen für euch. Das ist ein DIN A4 Blatt und links seht ihr die Vorlage mit dem Vögelchen und rechts die mit dem Schmetterling. Und vielleicht könnt ihr euch einen Screenshot machen, dann ausdrucken und dann zeige ich euch, wie wir ganz einfach diese Anhänger und Deko-Elemente aus Heißkleber arbeiten können. Dazu brauchen wir dann noch ein Backpapier. Wir legen unsere Zeichnung unter das Backpapier. Wenn der Drucker nicht ganz so schwarz gedruckt hat, ist ganz gut, wenn ihr einfach einen Permanentmarker nimmt. Nehmt einen schwarzen und fahrt nochmal nach und macht euch ganz dicke Striche. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Heißklebepistole. Und sonst sage ich ja immer, die Patronen, da kann man ruhig die No-Name-Patronen nehmen. Bei dieser Art, damit das nicht so verläuft, sind manchmal die Markenpatronen besser. Aber nur wirklich da. Und dann brauchen wir noch ein Glitzer. Ich habe jetzt einen grün genommen, weil grün, finde ich, passt zu allem. Und den streuen wir zwischendurch dann gleich ein. In der Zeit, wo der Heißkleber noch flüssig ist. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Und alles, was daneben geht, auf das Backpapier vom Glitzer, das kann man dann prima später weiter benutzen. So, wir fangen an, am besten in der Mitte und ziehen uns die Konturen nach. Den Vogel würde ich auch ganz ausfüllen, bis auf das Flügelchen, damit der so richtig einen Halt bekommt. Das Auge kann man auch offen lassen. Und dann füllen wir den aus und bestreuen natürlich gleich mit Glitzer. Und es ist wichtig, dass wir zwischendurch immer mal einen Moment trocknen lassen. So, der Vogel ist ausgefüllt. Wir streuen unseren Glitzer auf. Und alles, was drüber hingeht und nicht anklebt, das können wir dann prima mit dem Backpapier, wenn alles trocken ist, wieder in das Röhrchen vom Glitzer einfüllen und können es dann wieder benutzen. So, der Vogel ist eingestreut. Jetzt warten wir einen Moment. Und dann fahren wir die Hauptkonturen mal nach. Das heißt, das dicke, geschwungene. Und da ist es auch wichtig, dass ihr richtig viel Kleber angebt, weil teilweise möchte ich da euch dann noch zeigen, wie man das ganz toll einhängen kann. Durch die Rundung am oberen Rand kann man das ganz toll im Gestecke einhängen. Und die möchte ich euch dann noch im Extra-Video mal zeigen. So schön verbinden das Ganze. Wer sagt, also ich möchte es ganz ausgefüllt haben, ist natürlich auch eine Idee. Man muss nicht nur die Striche machen und dann Zwischenräume. Halt beim Vögelchen würde ich wenigstens den Flügel offen lassen und das Auge. Jetzt haben wir die obere Seite schon fertig, jetzt machen wir unten weiter. Schön dick und breit auch, weil das wenig Verstrebungen hat. Ich hatte euch ja schon den Schmetterling gezeigt. Der hatte viele Verstrebungen, so dass es in sich gehalten hat. Und hier ist ein bisschen filigraner. Und dann müssen wir wirklich viel angeben vom Kleber. Jetzt noch die Blumen. Wieder einstreuen. Sonst wirkt das Ganze gar nicht so.
Das ist ganz wichtig. Also ohne Backpapier funktioniert es nicht, weil es sich dann einfach nicht ablöst. Und jetzt warten wir eine Weile und dann können wir das Ganze schön abziehen. Ich habe jetzt beide Ornamente ausgefüllt. Dann kann man den Glitzer schon ein bisschen nach innen machen. So, so sehen die Ornamente jetzt aus. Und dann fängt man an und zieht es langsam ab. Und dann seht ihr auch, warum es Backpapier sein muss. Sonst würde das Ganze gar nicht funktionieren. Und immer so Stückchen für Stückchen abziehen. So schön langsam, bis wir mit den Fingernägeln unten drunter gehen. Und dann ziehen wir es Stück für Stück ab. Und wenn eine Kontur doch mal zu schmal geraten ist und es wäre doch durchgerissen, dann legt es einfach wieder aus Backpapier und gebt nochmal an der Stelle Kleber an, lasst es austrocknen und dann habt ihr es auch gerettet. Denn das kommt schon mal vor, dass man ein bisschen zu wenig Kleber angegeben hat. Und dann kann man es so mit retten und neu kleben. Also wirklich Stückchen für Stückchen. Fingernägel unten drunter und vorsichtig nach oben hängen und lass es wirklich gut trocknen. Also eine Viertelstunde würde ich es auf jeden Fall auf dem Backpapier lassen. So. Ausschütteln. Jetzt sind manchmal so ein paar dünne Fäden dran, die machen wir einfach ein bisschen ab. Und schon habt ihr ein wunderschönes Ornament. Das kann man ans Fenster machen, in Gesteck einlegen. Aber ich zeige euch dann auch noch mal ein schönes Tulpengesteck und da kommt das auch dabei. So, dann noch das nächste. Ja, das ist jetzt auch kalt. Und den Glitzer fangen wir dann wieder auf und tun es ins Röhrchen zurück. Und dann haben wir für das nächste Mal auch wieder Material übrig. Jetzt das zweite Ornament, wie hier die Fäden wieder ein bisschen weggezogen und schon hat sich das. Und jetzt zeige ich euch gerade noch, wie ihr einfach mal den Glitzer wieder ins Röhrchen kriegt. Ihr nehmt einfach das Backpapier, mixt es einmal in der Mitte, dann hat man so eine Rille, hält dann das Röhrchen unten drunter und kann es wieder einschütten. So, und dann zeige ich euch noch mal die fertigen Ornamente. Und ich denke, das ist doch eine schöne Bastelidee und lässt sich auch wunderschön dann für unsere Leuchten aus den Sektflaschen verwenden. Das könnte man auch ganz toll einhängen. Und dazu gab es ja noch ein extra Video mit diesen Leuchten. Dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag und liebe Grüße bis zum nächsten Mal.